Zack, bumm, dieser Fischermabrille. Heute mit einem Real-Life-Video und es geht um die ALS Ice Bucket Challenge. Es kippen sich ja heutzutage alle Leute in Eimer Eiswasser über den Kopf und im August? Das ist ja schlimm. Nein, auf jeden Fall, die meisten Leute machen das einfach und viele wissen gar nicht, warum das Ganze so ist. Es geht um ALS, das ist eine Nervenkrankheit, die dafür sorgt, dass euer Körper gelähmt wird und der Geist quasi noch komplett vorhanden ist, was, glaube ich, extrem schlimm ist für die Leute, die daran leiden. Und das bekannteste Opfer davon ist Stephen Hawking, der im Rollstuhl sitzt, gar nichts mehr kann, aber einer der intelligentesten Menschen der Welt ist. Sehr schlimme Sache auf jeden Fall. Und dafür wird gespendet. Das macht Sinn. Eigentlich heißt es, man kann entweder spenden und wenn man nicht spendet, muss man sich das Ganze über den Kopf schütten. Das heißt, man muss quasi für sich persönlich abwägen, was ist das geringere Übel. Die meisten haben sich den Eimer Wasser über den Kopf geschüttet und trotzdem gespendet, was an sich eine sehr gute Aktion ist. Ich glaube, beides ist durchaus zu verkraften, mal hier und da ein paar Euro abzudrücken oder einfach mal nass zu sein. Meinen großen Respekt auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben, die dafür sorgen, dass die Idee weitergetragen wird. Und ich persönlich habe wenig Lust, mir einen Eimer Wasser über den Kopf zu schütten, was zum einen daran liegt, dass ich sowieso schon erkältet bin und zum anderen, dass ich wirklich auf den Sinn dahinter hinweisen will. Denn ich habe zum Beispiel das Video gesehen von Burnage und der hat sein Video eingeleitet mit, ich zitiere, die ALS Ice Bucket Challenge ist eine Organisation, die für eine Krankheit wirbt, die sehr selten ist. Was ist das für eine Aussage? Da denke ich mir einfach nur noch, ja, auf jeden Fall solltet ihr vielleicht das Ganze einfach als Aufruf sehen, was Gutes zu tun und ob ihr das an die ALS-Hilfe spendet oder vielleicht an eine Organisation bei euch in der Nähe, die ihr kennt. Ich werde 50 Euro an die Villa Kunterbund spenden, ist hier in Trier eine Organisation, die benachteiligten Kindern hilft und da weiß ich, wo es hingeht, ich kann was damit anfangen. Ansonsten habe ich das Eis, was ich mir auch geholt habe, dazu benutzt, ein schönes Flensburger Pilz zu kühlen und nominiere selbstverständlich auch drei Leute und zwar den Dominator, Voll der Noob und Silative. Das soll es dazu gewesen sein. 50 Euro, wie gesagt, an Villa Kunterbund und ich weiß doch, dass ihr es sehen wollt. Eis. Und der Fisch. Saukalt wahrscheinlich. Es ist saukalt. Wir machen es einfach. Gerade die Schuhe weg. Die müssen nicht unbedingt nass sein. Drei, zwei, eins. Fuck! Fuck! Oh mein Gott! Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.